Ich will ehrlich mit euch sein. Ich hatte bis vor ein paar Monaten keine Ahnung, wer Devontae Graham ist. Natürlich habe ich das eine oder andere Hornets-Game geschaut, allerdings ist mir sein Name nie im Gedächtnis geblieben. In dieser Saison denn eine ganz andere Geschichte. Der junge Point Guard macht mit seinen Leistungen ligaweit auf sich aufmerksam und das auf beeindruckende Art und Weise. Schauen wir uns heute mal zusammen etwas genauer an, wie und warum er so ein guter Shooter ist. Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gefallen dir meine Videos und du möchtest mehr solche Analysen sehen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere gerne die Glocke. Kurze Info noch, wenn du Bock hast, ein paar der neuen Nike Kyrie 6 Grand Purple zu gewinnen, dann kannst du gerne bei dem Gewinnspiel auf meiner Instagram-Seite mitmachen. Den Link habe ich mal unten in die Videobeschreibung und außerdem in einen angepinnten Kommentar gepackt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn so viele wie möglich mitmachen und mal vorbeischauen. Nun aber zum Video, zu Devontae Graham. Von 14,7 Minuten pro Spiel auf 35,2, von 4,7 Punkten pro Abend auf 19,0. Von 28% Dreierquote auf 38. Graham hat sich nicht nur verbessert, er ist ein komplett anderer Spieler und das hat er vor allem seinem Shooting zu verdanken. Er nimmt unglaubliche 13,2 Dreier pro 100 Possessions und ligaweit hat nur James Harden in diesem Jahr mehr getroffen. Ich kann es nicht oft genug betonen und ich habe es schon bei meinem Giannis-Video gesagt, wie wichtig das Volumen, also die Menge der genommenen Dreier bei der Ermittlung des Shootings ist. Graham kann auf drei Möglichkeiten effizient von hinter der Dreierlinie werfen und das können nicht viele Spieler. Die Rede ist von Pull-Up-Jumpern, Catch-and-Shoot aus dem Stand und Catch-and-Shoot aus der Bewegung. Beginnen möchte ich mit den Würfen aus dem Dribbling. Graham nutzt Jumpstop so gut wie kaum ein anderer Spieler, um seine Shooting-Motion einzuleiten. Dabei bringt er seine Füße perfekt in Position, dippt den Ball, geht gerade und sauber nach oben für eine tadellose Wurfform. Ausgezeichnetes Release-Timing erlaubt es ihm, ohne Probleme aus weiteren Entfernungen zu werfen. Übrigens handelt es sich hier um einen Two-Motion-Shot. Graham kann wunderbar aus vollem Lauf abstoppen und balanciert werfen, stellt daher im Fastbreak immer eine Gefahr von Downtown dar. Er killt Gegner in diesem Jahr, wenn er im Pick-and-Roll zum Pull-Up-Dreier ansetzt. Vorzugsweise geht er über links am Ballscreen vorbei, bevor er blitzschnell abdrückt. Er setzt zum Pound-Dribble an, welches ihm den entscheidenden Vorteil gibt, da er den Ball dadurch relativ weit unten behält. Er kann also direkt in seinen Wurf gehen, ohne unnötig Zeit zu verlieren. Der angesprochene Jumpstop kommt in den allermeisten Fällen von seinem rechten Fuß. Schaut mal, wie viel Abstand er so kreieren kann, indem er weit nach vorne springt. Devontae hat den Ball direkt in seiner Shooting Pocket mit angewinkelten Knien und Hüfte und der Jumper ist Cash. Genau das gleiche hier, extrem schwer zu verteidigen. Geht sein Defender unter dem Ballscreen durch, wird das vom Point Guard der Hornets sofort und gnadenlos bestraft. Er ist durchaus in der Lage, auch rechts vorbeizugehen, fühlt sich jedoch über links deutlich wohler und die Bewegung sieht auch flüssiger aus. Devontae kommt auf lächerlich gute 1,535 Points per Possession bei contesteten Jumpern, dieser Wert rankt in der 99er Percentile. Konstanz, Selbstbewusstsein und die extrem saubere Mechanik sind dafür entscheidende Faktoren. Nicht zu vergessen natürlich auch die großartige Footwork. Seine Stopping Ability macht ihn gefährlich als Stepback-Schützen, auch wenn er in diesem Bereich noch nicht auf ein hohes Volumen kommt. Gerne kreiert er durch den Schritt zurück genug Platz, um über gegnerische Bigs zu werfen. Und hier erinnert er sogar ein kleines bisschen an Doncic oder Harden. Er hat Sidesteps vom linken Fuß aus in seinem Repertoire, außerdem kann Graham nach dem Crossover sofort in seinen Wurf übergehen. Alles in allem hat er sich in so kurzer Zeit zu einem der besten Shot-Creator in der NBA entwickelt, wenn es um das Kreieren eines Wurfes von hinter der Dreierlinie geht. Mir fallen außerdem nicht viele Spieler ein, die so gut und effizient sind, wenn sie contestete Jumpshots nehmen. Dazu kommt die Unlimited Range von überall im Halfcourt, womit er das Feld für die Hornets extrem auseinanderzieht. Graham ist außerdem ein sehr fähiger Catch-and-Shoot-Schütze, und zwar nicht nur aus dem Stand, sondern auch aus der Bewegung. Der erste Teil erlaubt es ihm, als Guard neben Rozier zu spielen und abseits des Balles eingesetzt zu werden, der zweite Teil macht ihn aber nochmal deutlich wertvoller. Spieler, für die man Set-Plays für Dreier laufen kann, sind heutzutage unglaublich beliebt und Devontae ist so einer. Hier geht der Baseline in Richtung Ecke, dann um seinen Mitspieler herum, nimmt den Wurf aus der Bewegung. Aber wie genau macht er das?
Er fängt den Ball und während er seinen Jumpstop macht, dippt er den Ball in seine Shooting Pocket. Dieser Sprung erlaubt es ihm, sofort mit der Landung aus der Hüfte heraus erneut abzuspringen. Das alles passiert so kontrolliert, aber gleichzeitig auch in so kurzer Zeit, dass sein Defender kaum eine Chance hat. Egal ob hier nach dem Flarescreen aus der Bewegung oder hier aus vollem Lauf zum Game Winner. Achtet mal darauf, wie schnell er den Ball losbekommt, ohne sich aber hektisch und überstürzt zu bewegen. Dieses Play nennt sich Philly One Level, ihr erkennt es vielleicht wieder aus der vierten Setplay Saturday Folge. Er stoppt schon mit dem kleinen Jump Up, da hat er den Ball noch nicht mal in den Händen. So kann er werfen, bevor Nili Kina richtig da ist. Sehr ähnlich in dieser Sequenz. Zum Abschluss bin ich aber auch verpflichtet, euch zu sagen, dass nicht alles so perfekt ist. Nach überragenden 41,3% von Deep im Oktober und November liegt die Quote im Dezember und Januar nur bei jeweils knapp über 36%. Dieser Abfall lässt sich teilweise dadurch erklären, dass gegnerische Scouting Reports mittlerweile angepasst wurden und man Graham nun deutlich enger verteidigt. Danke fürs Anschauen, vergesst nicht beim Gewinnspiel mitzumachen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!